Der erste Spieltag der UEFA Champions League steht an und wir sind mittendrin. Wir, das sind natürlich wie immer Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir freuen uns auf eine hoffentlich hochklassige Partie. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Galatasaray. Erster Spieltag in der UEFA Champions League, Buschier. Heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich loslegen. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. So will es Galatasaray also angehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und jetzt legen wir hier los. UEFA Champions League, erster Spieltag. Mal sehen, wer besser aus den Startlöchern kommt. Guido Burgstaller. Jetzt kommt Konoplyanka. Eckball für Schalke. Da kommt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Schönes Pressing jetzt. Bentaleb. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Konoplyanka. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das... Schuss! Voller Einsatz. Schuss geblockt. Und das gibt Eckball. Ecke kommt rein. Gut. Stark gehalten. Der Kopfball ist nicht drin. Gut. Klasse Pass. Guido Burgstaller. Den Ball holt er sich. Rodriguez. Badundjaye. Da trennt er ihn fair vom Ball.
fängt diesen Ball ab. Gut. Konopljanka. Pentaleb. Rodriguez. Erneut der Ballbesitz von S04. Badun Jaye. Er kann ihn reinbringen. Den klärt er gut. Kein Eckball hier, sondern Einwurf. Richtig entschieden, auch wenn es knapp war. Mariano. Ah, das gibt Einwurf. Salif Sané. Konopljanka. Burgstaller. Gut. Und jetzt haben sie den Ball. Mariano. Badun Jaye. Donk. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Derdiok. Ja, setzt gut den Körper ein. Donk. Rodriguez. Schöpf. Caligiuri. Caligiuri. Ronaldo. Schöpf. Burgstaller. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Mariano. Badun Jaye. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Kein guter Pass, weg ist der Ball. Jetzt gibt's Einwurf. Donk. Wird das seine Torchance? Ronaldo. Burgstaller. Pentaleb. Konopljanka. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Badun Jaye. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Naldo. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Das könnte gefährlich werden. Schöpf. Burgstaller. Assis. Pentaleb. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da passt er auf und kann klären. Burgstaller. Gut. Verteidigt er den Ballbesitz. Margut. Pentaleb. Schussversuch. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn.
Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Und mit dem Unentschieden gehen wir in die Pause. Trotzdem kann der Trainer zufrieden sein, kann er? Ja, finde ich schon. Spielen ja gut und müssten eigentlich auch führen. Ich bin mir sicher, wenn sie so weitermachen, gewinnen sie das hier heute. So, Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Begegnung. Am ersten Spieltag und ich finde, das ist ein sehr, sehr ansehnlicher Start in die neue UEFA Champions League Saison. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Mariano. Sinan Gümüş. Ballverlust. Caligiuri. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Caligiuri. Burgstaller. Schöpf. Daniel Caligiuri. Klasse Aktion. Ball ist weg. Einwurf Schalke. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Sebastian Rudi kommt rein. Stark am Ball. Ein sicherer Spieler. Burgstaller. Daniel Caligiuri. Bentaleb. Guido Burgstaller. Den Ball hat er. Ganz souverän. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Gut den Körper eingesetzt. Er schießt. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Die Ecke kommt rein. Er schießt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Badou Ndiaye. Jetzt könnte er flanken. Konopljanka. Rudi. Burgstaller ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Eren Derdiok. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Fängt diesen Ball ab. Schöne Aktion von Naldo. Kann klären. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Rodriguez. Donk. Fernando. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt kann er flanken. Da ist die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Breel Donald Embolo. Jetzt Konoplyanka. Jetzt gibt's Einwurf. Rudi. Und damit ist der Ball weg. Rodriguez.
Sinan Gümüş. Das könnte gefährlich werden. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Der Wechsel jetzt bei Galatasaray, Buschi. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Der Ball kommt rein. Macht er ihn. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Das war einfach. Und er hat den Ball. Bentaleb. Konopljanka. Caligiuri. Sauber vom Ball getrennt hier. Assis am Ball. Da kommt der Pass auf außen. Alessandro Schöpf. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Einwurf Schalke. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Guido Burgstaller. Da verwehrt er ihm im letzten Moment doch noch mit einem beherzten Eingreifen die Chance zum Siegtreffer. Und die Kollegen bedanken sich völlig zu Recht. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Starkes Tackling hier. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Da kommt die Ecke. Salif Saleh. Dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. In der Tat. Und das war auch noch so richtig knapp. Schöpf. Jetzt müssen sie aufpassen. Embolo. Wieder kein Tor. Riesenchance, das gibt's doch gar nicht. Irgendwann muss hier doch mal ein Tor fallen. Bentaleb. Embolo jetzt. Nabil Bentaleb. Sauber vom Ball getrennt hier. Muslera. Salif Sané. Die Schalke-Fans hoffen auf den späten Sieg und noch geht hier vielleicht auch was. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und jetzt der Schuss. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So, das war's also. Am Ende bleibt es hier beim Remis. Ja, Wolf, so ganz zufrieden können Sie mit diesem ersten Vorrundenspiel nicht sein. Das hätten Sie zu gerne gewonnen. Druck fürs nächste Spiel.
like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. But I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. Tomorrow.